Kroatische Küste, genau gesagt Šukusan in Dalmatien, nahe Zadar, die größte Marina Kroatiens. Hier beginnt im Oktober 2014 unser erstes großes Segelabenteuer. Freizeit beginnt man am besten einmal mit einem richtigen Stück Arbeit. Unsere Crew, Roland Kutis, Onkel Mac und Skipper Walter. Leider noch so unerfahren, dass er einen Segellehrer mit dabei hat. Der, wie man sieht, auch so seinen Stress mit den Jungs hatte. Nur Mineral, gell? Kurz bevor ich in den Urlaub gegangen bin, habe ich noch einer alten Dame eine Flohbehandlung gemacht. Geht auch so Wasser dran. Zuerst wird gebunkert, Kojen werden vergeben und wir machen uns mit den wesentlichen Einrichtungen des Schiffes bekannt. Und da kommt auch schon Wolfgang, der Schiffseigner. Fröhlich und gut ausgeschlafen betritt er das Boot. Und hast du gut geschlafen? Super, wunderbar. Fein. Große Wiege, gell? Ja. Ich fahre meistens hinunter. Ich habe am Anfang sofort 10, 15 Jahre alt gekostet. Also zwischen Istola und Maderoshi. Nach einer kurzen Besprechung steht dann unsere Tour fest. Wir brechen auf in Richtung Norden. Die legendären Gewässer des Kvarners werden aufgesucht. Vorbei an Zadar, Zres, Meile um Meile, bis Raab sichtbar wird. Kurs 330 Grad, Kalifront. Gegenwind. Ja, volle Wäsche von oben, 5 Minuten. Kalifront, 40 Grad.
Grad nordwestlich und ein auf Vermeckel. Nachtfahrt. Und der Gona wird wieder sagen, bitte meine Herren, geht nach Hause. Bitte, bitte geht nach Hause. Werden wir sehen. I've ever been home. Never seen so much blood, red, dark, colored mark on my hand down the street. Piles higher than a mine can reach. Come to bed if it's hard to believe. Come to bed. Heute ist Tauchen angesagt. Wir machen deshalb im Hafen von Goli fest. Da kommt natürlich Freude auf. 8 Meter Tiefe.
ersten Tauchgang. Schrammen hat sie schon einige, die Miller, aber die kommen nicht von unserer Fahrt. Trotzdem ist Wolfgang beruhigt, er hat das Schiff jetzt schon Monate nicht mehr von unten gesehen. Über und unter Wasser ist die Villa ein feines Schiff. Wir wollen jetzt einmal sehen, was es in der Küche gibt. Es kommt, wie es kommen muss. Wolfgang geht von Bord und wir haben 5-6 Knoten Wind. Volle Herausforderung für uns. Eine schöne Brise, Engstellen und eine feine Küste. Alles, was wir bei unserem Lehrgang brauchen. Noch einmal machen wir fest auf Dugi Otok im Nationalpark Kornati. Es ist unser letzter geschützter Liegeplatz, bevor das Abenteuer ein paar Monate Pause machen muss. Dort genießen wir noch die Abendstunden.